Präsidenten in diesen Staaten und dann etwas noch zu den politischen und sicherheitspolitischen Hürden sagen. In diesen Staaten, wir haben das gerade gehört, spielt ein Faktor die zentrale Rolle, warum man sich für erneuerbare Energien interessiert, und das ist die wachsende eigene Energieknappheit, Stromknappheit, und das stimmt auch für Staaten wie Algerien und Libyen und Ägypten, die Gas haben und Öl haben. Und das in diesen Staaten spielt vor allem eine wichtige Rolle, dass man sagt, man möchte das Gas exportieren und man will nicht Gaskraftwerke haben, um Strom zu produzieren, sondern man macht das lieber anders, sodass man mehr verdienen kann durch den Export. Wir haben auch die Zahlen gehört, wie stark das zunimmt. Das heißt, diese Staaten sehen sich nach neuen Energiequellen um. Und sie schauen sich, und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, nicht nur nach Erneuerbaren um, sondern Kernenergie ist ein ganz großes Thema. Kernenergie hat eine größere Lobby. Ich werde das nochmal in den meisten Staaten, Marokko ist hier wiederum eine Ausnahme, Tunesien bis zu einem gewissen Grade auch, aber ich werde später darauf zurückkommen. Ein zweiter Grund ist natürlich, warum man sich interessiert, entwicklungspolitisch gesehen, wirtschaftliche Gründe. Man hofft auf die Entwicklung der Infrastruktur in ländlichen Gegenden, auch dazu wurde heute Morgen schon etwas gesagt. Man hofft auf den Transfer von technologischem Know-how, und letztlich gilt ja, das haben wir auch heute Morgen gehört, dass die Verfügbarkeit von Strom und Wasser einfach zentrale Bedingungen für Entwicklung sind. Das heißt, man ist grundsätzlich an erneuerbaren Energien interessiert, aber man möchte sie vor Ort, auch das haben wir gehört, konsumieren und nicht unbedingt exportieren, zumindest nicht, solange man nicht einen Überschuss hat. Und ich glaube, hier ist auch, sind unsere Erwartungen anders als die Erwartungen in der Region. Und natürlich existiert die Beiläufen in der Region mit Blick auf die Zukunft die Option, dass man sagt, man exportiert, aber eben vorerst nicht. Es bestehen, wenn man mit Leuten in Verwaltung spricht, in Nordafrika, Bedenken, die Leute sagen, wir exportieren Strom, bei uns ist es dann dunkel. Die Leute sagen auch, was springt eigentlich vor uns heraus hier, selbst wenn die gebaut werden für hier, überteuerter Strom, können wir ja nicht bezahlen. Also es gibt eine Reihe von Bedenken, die man relativieren kann, aber die sind da. Und der algerische Energieminister hat es auch ganz deutlich gemacht, vor wenigen Wochen, was Algeriens Bedingung ist, dass sie überhaupt teilnehmen. Bisher haben sie sich sehr stark rausgehalten bei Desertec. Sie haben gesagt, technologische Partnerschaft, Fabrikation von Bestandteilen in Algerien und Öffnung der europäischen Märkte für erneuerbare Importe aus Algerien. Und gerade bei der technologischen Partnerschaft gibt es natürlich auch einen Interessenkonflikt bis zu einem gewissen Grad oder Fabrikation von Bestandteilen. Die deutsche und die europäische Exportwirtschaft ist natürlich interessiert, ihre Produkte teuer zu verkaufen in der Region, währenddem die Staaten in der Region diese Produkte selber herstellen wollen. Die wollen algerische, tunesische, marokkanische Firmen haben, die diese Bestandteile in der Zukunft herstellen. Das sind also bereits, ich komme zu den Hürden, Sie haben schon gesehen, wo die liegen könnten. Ich sehe die Haupthürde für die Umsetzung des Desertec-Projektes in dem großen Stil, wo dann auch die 15% rauskommen, darin, dass in diesen zwei Staaten lediglich in zwei Staaten strategische Entscheidungen gefallen sind, dass man auf Erneuerbare setzen möchte, dass man auf Solar setzen möchte, Tunesien und Marokko. In den Erdöl- und gasreichen Staaten Algerien und Libyen fehlt es an politischem Willen, bis zum gewissen Grade auch in Ägypten. Die herrschenden Eliten profitieren politisch, oft auch persönlich, vom Ölreichtum. Das heißt, es gibt auch kaum Anreize, die Energiesektoren jetzt umzustrukturieren. Natürlich gibt es auch Leute, die perspektivisch denken, die ans Post-Erdöl-Zeitalter denken, aber das ist eine Minderheit. Und es gibt dank dieser Leute gibt es auch vernünftige Gesetze in Algerien, in Ägypten gibt es einen Draht für ein neues Energiegesetz. Das ist alles gut, die Frage ist, wird es umgesetzt? Insbesondere angesichts der Tatsache, dass Kernenergie, wie ich bereits gesagt habe, eine große Lobby hat und es ist für die autoritären Herrscher in der arabischen Welt, ich nehme hier Marokko bis zum gewissen Grad Tunesien, nicht weil es nicht autoritär ist Tunesien, sondern weil da auch eine andere Mentalität ist, auch. Aber es ist eine Prestigesache, dass man Kernenergie hat. Wenn man schon keine Waffen haben darf, dann mindestens ein Atomkraftwerk. Und daran müssen wir auch denken, wenn wir sagen, zum Beispiel, wir machen jetzt die erneuerbaren Energien hier und uns ist eigentlich egal, was dort unten passiert.
Nicht zuletzt gibt es eine weitere Hürde, wenn man das Projekt in großem Stil umsetzen will, und das ist die regionale Kooperation und die regionalen Konflikte. Wir haben das Problem in Nordafrika, dass die regionale Kooperation niedriger ist als in fast allen anderen Weltregionen. Also die regionale Kooperation, das liegt unter anderem, nicht nur, aber unter anderem am Westsahara-Konflikt. Die Landgrenze zwischen Algerien und Marokko ist geschlossen. Es geht zwar eine Gaspipeline durch von Algerien über Marokko nach Europa, aber die Algerier möchten den Marokkanern kein Gas verkaufen. Kann man sich auch vorstellen, wie kompliziert das alles dann mit Strom würde. Das heißt, dass die Staaten wirklich so kooperieren, dass man diesen Stromring schnell hinkriegt, und dass man dann auch, egal wo, diesen Strom einspeisen kann, da sind die Chancen eher gering. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen, ich bin sicher auch schon im Minusbereich, oder? Nein. Ah, wunderbar. Und zu den Sicherheitsfragen kommen. Also Stabilität in dieser Region, Sicherheit in der Region ist sicher ein Thema. Und ich würde hier drei Aspekte nennen. Das eine ist Investitionssicherheit. Hier haben wir das Problem, dass es in den meisten Staaten eine mangelnde Rechtssicherheit gibt. Ein Mangel an Transparenz, an hohes Korruptionsniveau. Auch hier wieder, ich sage das nicht, weil der Botschafter da ist, aber auch hier ist Marokko eine positive Ausnahme, aber auch dort gibt es gewisse Probleme dieser Art. Und das Zweite ist die Frage der Liefersicherheit bzw. der Erpressbarkeit. Und das Dritte ist die physische Sicherheit von Personen und Infrastruktur angesichts der Tatsache, dass wir gerade in Algerien bewaffnete terroristische Gruppen haben, noch immer. Jetzt muss man, das kann man alles, außer die Investitionssicherheit, kann man alles etwas relativieren. Wir würden ja nur 15% aus diesen Staaten beziehen und vor allem, man würde mit diesen Initiativen sehr stark diversifizieren. Es wären nicht mehr nur zwei Staaten, die Energie exportieren, nämlich Algerien und Libyen, sondern man hätte dann vier oder fünf Staaten in der Region, die Strom exportieren. Wenn einer ausfallen würde, wenn man ein Problem mit einem Staat hätte, könnte das kompensiert werden. Auch das Problem der Erpressbarkeit ist sehr viel geringer als bei Öl und Gas, weil Solarenergie nicht so gut gespeichert werden kann, sehr schlecht sogar. Das heißt, man kann nicht sagen, wir liefern euch jetzt nichts mehr, man hat dann Verluste. Bei Öl und Gas kann man das dann ein paar Wochen später hochbringen und gewinnbringend verkaufen. Terrorismus ist meines Erachtens ein kleineres Problem, als viele Leute sagen. Wir haben in Algerien einen Bürgerkrieg gehabt in den 90er Jahren. Die Öl- und Gasinfrastruktur ist davon so gut wie nicht betroffen gewesen. Und es ist eine Frage, es wird eine Geldfrage sein, sicherlich. Also man wird Sicherheitsdispositive erstellen müssen. Aber es ist nicht so, dass für Energieinfrastruktur bisher in diesen Staaten Terrorismus ein großes Problem gewesen wäre. Und auch hier muss man sagen, wenn ein Solarkraftwerk in die Luft fliegt, ist es teuer, aber es ist nicht gefährlich. Wenn ein Kernkraftwerk in die Luft fliegt, dann ist es nicht sehr schön. Ja, und auch wenn man jetzt an Sicherheit und Stabilität denkt, natürlich, und das wurde auch heute Morgen gesagt, im Idealfall. Im absoluten Idealfall wäre die Umsetzung der Desert Tech-Initiative natürlich ein Baustein, um diese Wirtschaften zu entwickeln und dann mehr Stabilität und für uns auch weniger Sicherheitsprobleme herzustellen. Also mein Fazit ist, dass die Hürden sehr hoch sind, dass sie in den Erdöl- und erdgasreichen Staaten aber wesentlich höher sind als in Marokko und Tunesien. Das heißt nicht, dass Desert Tech nicht machbar ist. Die Frage ist einfach, wie man es anpackt. Und es wurde auch heute schon gesagt, es ist nicht alles oder nichts, sondern man geht pragmatisch vor. Wir haben gehört, in Marokko geht es sehr bald los. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man den partnerschaftlichen Ansatz, der bisher offensichtlich gewahrt wurde, dass man das fortsetzt, dass lokale Unternehmen mit eingebunden werden in Konzeption und Bau, dass es tatsächlich zu einem Technologietransfer kommt und dass die Bevölkerung in der Region spüren, dass sie etwas davon haben. Das würde auch bedeuten, dass man in einer ersten Phase nicht exportiert, aber das ist ohnehin gegeben, weil bis die Leitungen stehen, dauert es länger wahrscheinlich, als bis die ersten Kraftwerke stehen. Es gibt auch heute Morgen bei der Frage der Finanzierung,
gibt es etwas, was heute Morgen erwähnt wurde im negativen Sinne, nämlich dass man Zertifikate für europäische Staaten, Zertifikate kaufen können, die dann wiederum angerechnet würden an ihre Klimaziele und Emissionsziele und dass man nicht von den 2020-Zielen abrücken dürfe. Das ist sehr wohl, das ist richtig, nur die 2020-Ziele gelten ja bis 2020, dann kommen neue Ziele. Und dann könnte man die durchaus sehr viel ehrgeiziger gestalten und sagen, die Ziele dürfen auch erreicht werden, indem grüne Zertifikate gekauft werden. Ich nenne das jetzt grüne Zertifikate für grünen Strom aus der Region. Man könnte sich auch vorstellen, dass die Region Produkte exportiert, die mit grünem Strom hergestellt wurden und die dann ein grünes Label haben. Also, ich bin fertig. Desertec birgt die Chance einer Win-Win-Kooperation und es wäre, deswegen ist es auch zu wünschen, dass diese Initiative schrittweise, ich glaube, das Grand Design kann man vergessen, angesichts der Probleme in der Region, aber zumindest in 2-3 Staaten wirklich fortschreitet und dann bin ich vielleicht in 40-50 Jahren auch im Rest, dass wir zum ersten Mal in der euro-mediterranen Kooperation tatsächlich etwas hätten, was gut funktioniert. Bisher war vieles eine Enttäuschung, dass man dem Ziel, dass die Nord-Süd-Differenz kleiner wird, etwas näher kommen könnte. Vielen Dank.